und gucken uns mal um. Kontostatus natürlich immer noch ein bisschen negativ, aber zumindest schon mal halbiert und dafür natürlich auch ein bisschen was jetzt auch für die guten Dings ausgegeben, für die Baukosten, beziehungsweise überhaupt für die Infrastruktur. Das ist nicht schlecht und hier schauen wir rein. Man ist mit den bisherigen Leistungen mehr als zufrieden und freut sich auf die nächsten Großtaten. Sehr schön. Gefällt uns auch wunderbar. Zu so einer entspannenden Musik im Hintergrund kommt das immer recht gut. So, wir gehen weiter. Heidenheim steht an, aber zuvor... Oh, welche anderen Sportarten... Das ist die erste Pressekonferenz überhaupt, oder? Fällt mir gerade auf. Aber ich habe sie nicht ausgestellt. Ich habe sie sogar auf sehr hoch, wenn sie kommen sollen. Anscheinend irgendein Bug. Auch nicht schlecht. Welche anderen Sportarten haben Einfluss auf ihre Arbeit? Ich bin generell ein sportbegeisterter Mensch. Mensch, Status bei den Medien plus 1. Danke für das Interview. Wunderbar. Mann, Mann, Mann. Also, wir gehen rein. Was haben wir denn? Rösler hat sein Trainingsziel erreicht. Scouting abgeschlossen. Neue Informationen über die zweite von Bayern, die wir uns anschauen wollten. Team. Zweite Mannschaft. Stärke. Alaba, ja gut, den kann man schon mal vergessen. Emre Can, Maximilian Riedmüller, Stefan Buck. Stefan Buck, ja, genau. Mitchell Weiser, Tobias Schweinsteiger, Benno Vollner. Hört sich schon mal eine richtig gut an. Aber schon Marktwert von 875.000. Trainiert ungern und braucht Aufmerksamkeit. Auch nicht schlecht. Wen haben wir denn hier? Marcel Mahnke. Was hat er denn? 700.000. Auch nicht viel weniger. Alessandro Schöpf, 19 Jahre, aber ist ein Ticken zu schlecht. Uns wäre nicht schlecht. Hürzeler, Rankovic. Wen haben wir hier denn? Heuberg. Der soll auch nicht schlecht sein. Auch empfohlen von uns. Ist schon im. Ne, ist noch nicht im Blickfeld, oder? Ist das schon im Blickfeld? Ne, ist noch nicht im Blickfeld, aber ist zumindest in der Beobachtungsliste. Also sprich, da rechts beim Scout so ein bisschen. Okay. Wollen wir reinschauen von. Achso, das ist jetzt nur Bayern. Okay, ne, dann können wir es gar nicht sehen. Also, zweite Mannschaft, wer könnte uns helfen? Erstmal keiner, ne? Vielleicht Emre Can. Aber Gehalt 450.000? Nee, das geht nicht. Sieht er auch gar nicht ein. Würde ich auch nicht einsehen. Ein Spieler mit seinem Potenzial und mit seiner Stärke. Jetzt wird erstmal Schalke beobachtet. Auch nicht schlecht. Scouting-System kaufen können wir natürlich auch mal machen, aber es kostet zu viel. 120.000 die Woche, 2.000 Euro. Machen wir erstmal nicht. Sondern wir gehen rein, Transfervorbereitungen und probieren es nochmal mit Sören Brandy. Vertrag, Kaufangebot. Ja, kann sich an den Wechsel nur vorstellen, wenn sie an die absolute finanzielle Schmerzgrenze gehen. Sehr geil. Sehr geil, okay. Saisonende. Und was können wir ihm bieten? Wir haben jetzt, lasst mich überlegen, wir haben noch, was haben wir gesagt? 180.000 zur Verfügung? 100, nee, 140.000 nur, ne? Müssten wir mal schauen, wie wir das angehen. Ah, ja, wie gehen wir das an? Was haben wir denn? Vorteile, gute Stimmung, muss nicht umziehen, kein Streit in der Mannschaft. Nachteile, niedrige Liga, geringeres Mannschaftsprestige und unerfahrener Manager. Okay, dann gehen wir mal rein und schauen mal. Direktes Weiterverleihen macht keinen Sinn. Anteil am nächsten Verkauf. Können wir mal 10% machen, oder? Wenn man verkaufen, werden wir für nicht mehr so viel verkaufen. Können. Mach mal 15%. 15% bekommen sie also am Verkauf, wenn wir ihn verkaufen sollten irgendwann. Dann würde ich sagen, machen wir noch. Nach dem Aufstieg. Bekommen sie nochmal 5... Na, können wir nicht machen. Können wir nicht machen. Pro Ligaspiel, was haben wir denn da? Für die Ersten. Er sagt wörtlich selber, ja, er liebt es. Für die Ersten 10 Spiele bekommen sie jeweils 2.000, das wäre nochmal 20.000 obendrauf. Wir können natürlich nächste Saison auch noch ein bisschen verschieben. Noch dazu weiß man gar nicht, ob dieses eingeplante Transferbudget dann auch so genau stimmt. Ne? Also das heißt, 2.000 Euro, jetzt würde mich mal interessieren, wenn ich hier mal wegmache. Und sag, nach 10 Spielen bekommt ihr 20.000. Ist ja dann praktisch eigentlich genau dasselbe, ob die genauso zufrieden werden. Ja. Okay, nach 10 Spielen. Leute, das sind wieder Entscheidungen, ne? Also, Länderspiel nicht. Nach Aufstieg können wir auch nichts machen. Torprämie können wir vielleicht nach 10 Toren. Die er hoffentlich nie erzielen wird. Nehmen wir mal auch nicht. Wir gehen jetzt einfach rein und probieren es mit 100... An die finanzielle Schmerzgrenze müssen wir aber auch. Wir gehen, machen 175.000 und gehen mal rein und sagen, Ligaspielbonus für die ersten 10 Spiele jeweils
2000. 180.000, so. Jawohl, wären einverstanden. Na, Gott sei Dank. Da waren wir aber auch, glaube ich, so gerade noch an der Grenze, oder? Wenn mich nicht alles täuscht. Perfekt. Brandy auf, Transferliste gesetzt. Angebot für Brandy angenommen. Wunderbar. Okay, weiter geht's. Der wird jetzt genau auf uns zukommen. Spieler seiner Qualität will nicht zu viel Hoffnung machen. Macht keinen Hehl daraus, dass er von einem Wechsel nicht abgeneigt wäre. Und dass wir schon über ihn gesprochen haben, ist ein Pluspunkt. 3 Jahre möchte er unterschreiben. Oberpeinlich stand jetzt. Oberpeinlich, Alter. Alter, was will der denn an Kohle? Ist der krank? Option für Spieler ein Jahr. Gehaltskürzung beim Abstieg, beziehungsweise beim Abstieg kann er für ablösefrei kann eigentlich nicht gehen. Das ist. Hauen wir aber trotzdem mal rein. Nicht Aufstieg, höherklassiges Angebot, feste an, Ablöse. Ne, lass mal auch mal weg. Alter, was will der denn an Kohle? Aufstiegsprämie. Kriegt er mal 5000. So, pro Spiel 500 Euro. Torprämie. Auch nochmal. Kriegt er nochmal 1500. Okay. Ligaspielbonus. Nach 25 Spielen bekommt er 15.000. Anteil am nächsten Verkauf können wir nicht machen. Nee. Okay, so, aber der will viel zu viel. Der will viel zu viel. Können wir abbrechen. Wird nix. Certain Brandy, wird nix. Schau ich das an, der wird erstmal ab. Da ist noch 525.000 lächerlich. Nee. Also entweder habe ich mich da verguckt, wie auch immer, oder irgendwie nicht richtig hingeschaut. Keine Ahnung. Wir schauen rein. Halbfinale in der Champions League. Manchester City, Kacke, gewinnt im Stadtderby gegen Man United mit 2-0. Nicht schön. Und Barca besiegt Arsenal 3-0. Aber es steht ja noch das Rückspiel aus. Das macht Hoffnung. So, ja, Duisburg und Brandy, das ist alles so ein bisschen gescheitert. Wir schauen rein. Lille gewinnt 2-0 gegen Stuttgart im Europa League Halbfinale. Schade, schade. Galatasaray 1-0 gegen Liverpool eben vor. Ja gut, das ist mir relativ wurscht. Aber Stuttgart scheint es anscheinend nicht zu schaffen ins Finale. Schade. Okay, wir gehen rein. Angebot akzeptiert. Zack, zack. Dann müssen wir uns nochmal nach einem linken Mittelfeldspieler umschauen. Ne? Dann können wir schon mal reingehen in die Kaderplanung. Und Brandy schon mal hier weghauen. Brandy fällt weg. Brandy fällt weg. Dann tun wir nochmal Andersen für ihn rein und hier Leipertz mitnehmen. Okay. Wäre aber wieder zu wenig von der Stärke. Wir brauchen schon nochmal einen Hammer mindestens. Zumindest jetzt halt noch. Okay, dann gehen wir rein und nehmen. Wen nehmen wir denn dann? Lass mal überlegen, fällt mir jetzt spontan einer ein? Ich glaube eigentlich nicht. Gehen wir nochmal rein ins Blickfeld. Vielleicht haben wir ja irgendwo einen linken Mittelfeldspieler noch auf der Bank rumhupfen, rumhocken. Lukas Rupp. Wäre auch ein guter, ne? Aber ist schon wieder zu stark. Wen haben wir denn noch? Fabian Hürzeler von den Bayern 2 zu schlecht. Rivic hat erst verlängert, werden wir so auch erstmal nicht kriegen. Ihn haben wir noch, Stufe 2. Paul Kwaye. Machen wir mal Spieler scouten. Und zwar hier Martin Rössel. Ja, okay. Heieiei, Lennart Hartmann, der kann nur recht spielen. Pannewitz, nicht so richtig. Mitchell Weiser, der wäre auch cool noch, ne? Gärtner, Jordanov. Wir müssen uns nochmal umschauen auf dem Transfermarkt. Spieler suchen. So, Kriterien. Gehen wir mal rein und zwar linker Mittelfeldspieler, LM, nur beste Position. Da gehen wir auch nochmal weg und schauen mal dran. Weniger als ein Jahr, das machen wir. Machen wir 63 bis 70 mindestens. 18 höchstens 25. Finden wir schon mal gar nichts. Okay, machen wir alle. Finden wir auch nichts, wieso das denn? Haben wir irgendwas falsch eingestellt noch? Alle? Ja. Zack, zack. Gibt's doch nicht. Irgendeinen muss es doch geben. Immer noch kein... Hä? Achso, Deutsch. Vielleicht müssen wir das noch wegnehmen. Aber Deutsch will ich eigentlich schon... Nee, geht auch nix. Warte mal, machen wir nochmal. Deutsch, so. Wo hapert's? Wo hängt's? Beste Position. Achso, maximal 0 Euro. Kann ja nicht klappen. So, dann können wir nochmal einstellen. Was hat man denn jetzt? Deutsch, das haben wir. Okay, passt.
Aber jetzt kommt was. Valentin Stocker, meine Lieben, den kennen wir doch noch aus Berliner Zeiten. Aber der ist natürlich viel zu teuer. Ganz klar. Wen haben wir denn da so? Bochum haben wir einen. Dann können wir eigentlich auch nochmal einstellen hier. Weniger als ein Jahr. Und dann kommt wieder keiner. Oh. Dann kommt wieder keiner. Alle? Kommt dann einer noch? Kanu von Anderlecht. 850.000, schade. Okay, nee, dann müssen wir da hier wieder auf Deutsch stellen und das weniger als ein Jahr erstmal weg. Dafür Marktwert runter. Und zwar so um die 200.000. Und schau nochmal. Marc Lorenz und Michael Blum von Rostock und von Bielefeld. Haben wir da 24 Jahre. Okay, und Marc Lorenz ebenfalls 24. Scheint mir aber fast Lorenz hier so ein bisschen der Bessere zu sein. Zumindest erfolgreicher von den Toren und so weiter. Eieiei, oder wir schauen jetzt mal noch auf Transfermarkt zur Laie. Machen wir erstmal keinen. Warte mal, dann gehen wir hier noch ein bisschen hoch. 75. Haben wir auch keinen. Okay. Alle. Okay. Zur Laie steht schon mal gar nicht da. Wen könnten wir denn leihen? Stocker können wir nicht leihen. Der will auch gar nicht kommen. Jajalo haben wir Halfa. Von Bochum hier. Der klingt richtig gut. Rizakowski. Aber der will auch zu viel. Kostet auch zu viel. Alaba, jetzt sind wir mal ganz unverschämt. Leihangebot. Will den Spieler nicht abgeben, weil er ihnen so als wertvoll erscheint. Koka Rausch. Ebenfalls. Ja gut, das ist aber alles klar. Schauen wir mal, was wäre denn mit Valentin Stocker? Geht auch nicht. Rizakowski, das haben wir jetzt gerade probiert, oder? Ja. Geht auch nicht. Jajalo Halfa. Leihangebot geht auch nicht. Geht aber gar keinem. Caligiuri, der wäre natürlich auch geil. Der hätte schon mal richtig Erfahrung. Geht aber auch nicht. Kruse probieren wir auch noch. Geht bei allen nicht. Rupp. Ist nicht besonders begeistert. Ein gutes Gehalt können ihn überzeugen. Ja, ein gutes Gehalt. Scheiß drauf. Das kriegen wir. Kriegst du nicht. Können wir uns nicht leisten. Spielertausch geht erstens nicht. Was haben wir denn hier? Aber das sind wieder die zwei. Oh, Leute, ich weiß doch nicht. Ich weiß nicht. Wen haben wir denn noch bei den Scouts hier so? Da unten. Haben wir da irgendeinen linken Mittelfeldspieler? Natürlich keinen einzigen. Rechts dafür ein paar. Maximilian Meyer. Was ist er denn hier für einer? Auch nicht schlecht. Okay, der wäre auch nicht so schlecht. Aber das ist... Zum Kaufen wieder zu teuer, ne? Und zum Leihen macht es keinen Sinn. Also, das ist auf jeden Fall das Problem. Ich würde sagen, wir gehen jetzt einfach nochmal rein, machen noch ein Spielchen. Denn viel wird uns jetzt erstmal gar nicht übrig bleiben. Wir können hier erstmal gar nicht aktiv werden auf dem Transfermarkt. Vielleicht kommt später nochmal so ein bisschen eine Übersicht, wo Verträge nochmal auslaufen. Wer weiß, dann können wir dann mal schnell reinschauen. Aber so macht das erstmal gar keinen Sinn. Denn da finden wir halt nichts auf Dauer. Wir reden dafür lieber nochmal ein bisschen mit unseren Jungs. Was ich jetzt aber, ich habe doch noch eine Idee, die ich gleich angehen will. Jetzt machen wir erstmal hier noch ein paar Gespräche. So, eine noch hier, Thomas Stehle. Okay, und zwar möchte ich nochmal reinschauen. Transfermarkt, jetzt gehen wir mal rein. Spieler suchen. Wir gehen jetzt mal nur auf Deutsch. Das ist auch erstmal wurscht. Bis 30. Ja gut, das können wir erstmal lassen. 60 bis 75. Alle. Und jetzt machen wir hier mal weniger als ein Jahr. Ach ja, und natürlich noch nur realistische. Okay. Wen haben wir denn nämlich da alles so, den wir nehmen könnten? Wir haben jetzt, wahrscheinlich haben wir da jetzt einen linken Mittelfeldspieler, der mir gefallen würde, ne? Dennis Grote, der ist doch nicht so schlecht. Bochum, daher kennt man wahrscheinlich. Wie alt ist denn der schon? 26, okay. Den hätten wir da auf jeden Fall. Glockner hätten wir noch, aber das ist auch nicht so, ne? Nee, wir gehen mal rein. Nach Stärke sortieren. Und dann will ich mal wissen. Jan Ingwer Carlsen Bracker. Vertrag läuft aus. Stufe 8. 650.000 zu viel. Ludwig 300.000 zu viel. 260 auch noch zu viel. Marc Halstenberg. Wäre eine Option. Vertrag läuft aus, aber nur 2,5 Sterne ist dann fast schon wieder ein bisschen zu wenig. Hübner ist auch ein bisschen zu wenig. Enzar Baykan, den hatten wir im Blickfeld. Den wollten wir unter anderem auch verpflichten. Aber ist auch zu wenig. Bölzler, zu schwach. Wir bräuchten nochmal einen, der mindestens 3 Talentsterne hat. Kann man das hier nochmal suchen? Mindestens 3. Haben wir nur Alexander Ludwig.
Nee. Dann lassen wir es erstmal. Dann machen wir es das nächste Mal. Nach der Winter, beziehungsweise nicht nach der Winterpause, in der neuen Saison dann. Dann kümmern wir uns da um den Torwart und um den linken Mittelfeldspieler, außer ich habe jetzt da nochmal irgendwie eine spannende Idee oder irgendwie Lust und Zeit, irgendwas zu finden. Wir gehen dafür rein. Alemannia Aachen, der zweite gegen Heidenheim, den 13. der dritten Fußball-Bundesliga. Es ist der 35. Spieltag. Mit einem Sieg heute könnten wir uns zumindest schon mal sicher festigen, auch zwischen Platz 1 und Platz 3. Wir schauen mal rein. Osnabrück spielt gegen Stuttgart 2. Das sollte normal ein einfacher Sieg werden für die Osnabrücker. Karlsruhe gegen Chemnitz, Dortmund 2 gegen Wien-Wiesbaden und Saarbrücken gegen Rostock. Na, da bin ich aber mal gespannt. Wir haben nochmal was beim Merchandising. Was haben wir denn da? Das wird hier gleich angezeigt, oder? Oh, Angebot für Timo Brauer. Sofort ablehnen. Brauer wird auch nicht verkauft. Die sollten mal für die Spieler bieten, die wir loswerden wollen hier und nicht für irgend sowas. Wir gehen mal rein. Nicht Transfermarkt, sondern hier unten haben wir es. Merchandising. Vereinsmagazin kostet 1000 Euro, 3 Wochen. Machen wir mal. Was haben wir hier noch? Geht nicht mehr, okay. Nee, das nehmen wir hin, die 1000 Euro für so ein Vereinsmagazin, das sicherlich nicht schlecht ist. Da können wir schon mal doch ein bisschen Geld dann ausgeben, da sind wir nicht so geizig. Privater Bereich nochmal ein Trainingslauf, okay. Also Heidenheim. Letztes Spiel im April übrigens, am 2013 und dann stehen nur noch 3 Spiele an. Und ich würde fast sagen, wir schauen nochmal ganz schnell rein in die erste Mannschaft, dass wir nichts vergessen, aber eigentlich passt soweit alles. Andersen können wir vielleicht noch rausnehmen und dafür Müller bringen und die zwei tauschen. So. Bringt vielleicht nochmal ein bisschen mehr. Leipert, Streit, ja. Beziehungsweise, nee, wir machen es anders. Wir bringen mal Streit auf links nochmal. Bisschen nochmal Routine mit reinbringen, beziehungsweise ein bisschen Erfahrung. Denke ich, schadet uns auch nicht. So, wir speichern nochmal und dann geht's aber nix wie rein ins Spiel gegen Heidenheim. Wir spielen mal wieder zu Hause, sprich, es ertönt mal wieder die geilste Musik, die geilste Einlaufmucke der Welt. Und jetzt haben wir einen schwarzen Hintergrund und jetzt ist er doch, na Gott sei Dank. Also Aachen gegen Heidenheim, das Spiel Textmodus wieder. Wir gehen rein und sagen, was sagen wir denn? Wir holen ein Unentschieden. Ja, was anderes können wir nicht sagen. Wir holen ein Unentschieden, auf geht's.